Hallihallo da draußen, liebe Kühlbox-Freunde, liebe Magenta-Sportfreunde da draußen, ein herzliches Willkommen aus Pittsburgh, denn ich befinde mich hier vor der Haustüre vor Dominik Cahun und den besuchen wir jetzt einmal. Da muss ich jetzt gleich mal klopfen, jetzt tue ich mal hier die Kamera umstellen, zack. Also, bin ich schon mal da. Dominik, servus! Wie geht's, wie steht's? Ja, gut, dir? Alles klar? Ja, klar, bei dir? Alles Roger. Ja, Kühlbox ist mit dabei. Ja, sehr gut. Hi, servus! Na? Wie geht's da? Gut und selber? Du bist die Toni, richtig? Ja. Toni Münchner Kindl? Die So, das ist also euer schönes Zuhause hier in Pittsburgh. Genau, das ist unsere Wohnung hier. Sehr schön. Schaut alles sehr, sehr neu aus. Ist es ein neuer Wohnkomplex hier in Pittsburgh, oder? Ja, das ist komplett neu. Also, wenn wir im September gekommen sind, waren hier wie viele? Drei Familien? Ja, wir waren Ersten hier drin. Und ja, man fühlt sich wohl. Cool. Jetzt gebe ich dir gleich ganz kurz hier diesen Gimbal, weil ich ziehe nur schon höflicherweise meine Schuhe aus. Das ist ja auch klar. Habe ich nicht gleich gefunden? Dein Apartment? Nicht? Nein. Warum? Ja, es ist ein bisschen versteckt. Aber hab's dann doch gleich wie erwartet. Ich komme gar nicht zurecht mit dem Ding hier. Also das dreht sich. Hast du es in den Griff? Ja, ein bisschen. Wo dreht er sich hin, der Kollege? So, da ist er. So, also Dominik, erst einmal die allererste Frage. Warum, was ist mit ihm da los? Die allererste Frage. Dominik, wie geht's dir? Du warst ja kurzzeitig raus wegen einer Gehirnerschütterung. Wie geht's dir jetzt da? Also mir geht's viel besser, danke. Ich bin jetzt schon am Trainieren, auch mit der Mannschaft zusammen und sollte jetzt dann bald auch spielen. Und wie lange bist du jetzt schon raus eigentlich? Wann war dein letztes Spiel? Boah, das war am 19. Dezember, Januar. Also, 19. Januar? Ja. Vor der Pause. Heute durfte ich ja bei euch beim Training zuschauen. Wie fit bist du schon, beziehungsweise wann meinst du, kommst du wieder zurück? Ja, dadurch, dass ich jetzt schon länger wieder auf dem Eis bin. Ich habe zwar alleine nur trainiert mit unserem Skillcoach, aber haben da ziemlich hart gearbeitet. Deswegen, ich bin fit und ich denke, dass ich vielleicht nächste Woche spielen könnte. Hoffentlich Dienstag und wenn dann Donnerstag. Cool. Also hier die Wohnung. Oh, da sind ja auch gleich Rosen. Stehen ja auch gleich da, Dominik. Okay. Stehen da immer Rosen oder stehen da nur die Rosen, weil ich heute ja zu euch nach Hause kommen darf? Ja, also so beides. Also eher wegen dir natürlich, aber gestern war ja auch Valentinstag. Ach ja, stimmt. Ach, das sind die Valentinsrosen? Genau, aber wir haben natürlich auch an dich gedacht. Also ach, das ist ja nett. Also eine Rose gehört mir sozusagen. Ja, genau. Kannst du dann aussuchen. Ach, das ist ja nett. Und Toni, wie gefallen dir die Rosen, was dir dein Mann gebracht hat? Sehr schön. Sehr schön? Sehr schön, ja. Hat er sich Mühe gegeben? Er hat sich Mühe gegeben. Er hat richtig geschwitzt. Hat er richtig geschwitzt? Ich habe ihn noch nach dem Training besorgt. Hast du nach dem Training noch schnell besorgt? Aha. Okay. Wir haben hier die erste Fanfrage von Matthias Lorenz. Servus Dominik, wie ist es mit Crosby und Malkin und Co. zusammenzuspielen hier in Pittsburgh? Geile Frage, will ich auch gerne wissen. Ja, ist natürlich was Besonderes. Als ich getradet wurde und gehört habe, dass ich nach Pittsburgh gehe, war es natürlich der erste Gedanke, ich werde mit Sidney Crosby spielen. Und ja, das war natürlich, ich habe früher seine Videos immer bei YouTube und alles angeschaut und jetzt mit ihm in der Kabine zu sein, das ist natürlich was Besonderes. Was macht denn deiner Meinung nach einen Sidney Crosby so... Ja, einen zu den besten Spieler der Welt, sage ich jetzt einfach einmal. Bei dem ist es so, der kann alles. Also natürlich, ich kannte alles von ihm aus YouTube und wo ich den jetzt dann live gesehen habe, der macht einfach alles richtig. Er ist vor allem auf dem Eis und auch außerhalb vom Eis ist er einfach ein Idol. Es ist ein super Typ, er macht alles für die Mannschaft und schon Wahnsinn. Ist ja logischerweise auch der Kapitän und du hast das schon soeben angesprochen. Was ist das für ein Typ außerhalb? Also ist der so ganz normal wie du und ich auch oder gar keine Starallüren, überhaupt nichts? Nee, also gar keinen Fall. Er ist ein sehr, sehr netter Typ. Er macht alles mit allen. Die Mannschaft steht immer im Vordergrund für ihn und er ist einfach ein ganz lockerer Typ. Also direkt am ersten Tag ist er direkt hingekommen und hat mit mir lange geredet und es war echt cool. Und du bist jetzt seit... September, glaube ich, bist du hier, oder? Genau, September. Wie hast du dich eingewohnt, sage ich einmal? Wie wohl fühlt man sich jetzt hier nach diesem Trade?
Ja, ich meine, den ersten Monat waren wir sozusagen im Hotel, wieder, wo das Camp war. Das war letztes Jahr in Chicago auch so. Und ja, es hat natürlich ein bisschen gedauert, bis man sich hier gewohnt hat, wieder in einer neuen Mannschaft zu sein und alles. Aber die Jungs haben mich super aufgenommen und ja, es macht schon Spaß. Eine Frage von Lale Lale. Kommt man mit Malkin und Crosby auch mal persönlich ins Gespräch? Ja, natürlich. Wir sehen uns jeden Tag. Und wie ich gesagt habe, mit dem Sid ist es so, der ist einfach ein Wahnsinnstyp und er redet einfach mit jedem Tag. Und er ist natürlich auch ein großer Deutschland-Fan. Ist er tatsächlich? Ein sehr großer Deutschland-Fan, war im Sommer auch da. Und deswegen haben wir öfters Gespräche, auch was Deutschland angeht. Ja, und der Malkin ist auch ein sehr, sehr netter Typ. Also ich hoffe, wir konnten somit deine Frage hier sehr gut beantworten. Bastian Hofmann oder Heidmann, Entschuldigung, wie kommt man in die NHL, Dominik? Wird man von einem NHL-Scout angerufen? Hat man ein Probetraining? Kannst du das vielleicht uns mal kurz erklären, den Eishockey-Fans zu Hause? Also im Endeffekt, wie schafft man es, in die NHL zu kommen? Ja, damals bin ich nach Kanada in die Juniorenliga und wollte, dass ich gedraftet werde. Das war so mein großes Ziel. Das wäre der erste Schritt in die NHL und da wurde ich leider nicht gedraftet. Und dann bin ich natürlich zurück nach Hause in die DL, nach München und da hatte ich super 4 Jahre und das hat mir sehr viel geholfen. Und dann kamen immer Scouts von hier drüben zu unseren Spielen, haben mich da angeschaut und dadurch auch durch Olympia und durch die ganzen Weltmeisterschaften hat mir das auch geholfen und so kam der Kontakt zustande. Die Fragen flattern hier gerade nur so rein. Katja Schmidt, was vermisst du am meisten an Deutschland, seit du in den USA lebst? Also natürlich meine Familie, meine Freunde. Ja. Das ist natürlich das einzigste Große, so was für mich das Wichtigste im Leben ist. Und das vermisst man dann schon am meisten. Gibt es denn hier auch sowas wie deutschen Supermarkt oder ähnliches? Weil zum Beispiel beim Leon Dreiseitel war es ja so, er hat mir erzählt, dass paar Meter also um die Ecke von seinem Haus gibt es einen Laden, der verkauft deutsche Lebensmittel. Ist das hier irgendwie auch der Fall in Pittsburgh oder eher schwierig? Ja, wir haben 10 Minuten mit dem Auto von uns hier. Gibt es einen Aldi sogar? Oh, echt das? Aha. Okay. Aldi Süd. Nord. Aldi Nord. Okay. Nee, aber es ist jetzt nicht so, dass da wie so ein deutsche Produkte geben würde. Ja. Es ist mehr so, es das heißt halt Aldi und es sieht also ziemlich gleich aus wie in Deutschland, aber die Produkte sind alles so Ami-mäßig. So, ich schaue mich natürlich hier mal gerne um. Sehr, sehr feine Geschichte. Schauen wir mal. Die Aussicht ist natürlich gigantisch. Also muss man wirklich sagen, eine kulturelle Frage. Habe ich mich jetzt leider nicht damit befasst. Jetzt kommt natürlich die Fragen aller Fragen, Dominik. Der River, weißt du, wie der heißt? Zufälligerweise. Also ich fahre immer zum Training und zum Spiel natürlich daran vorbei oder drüber und ich lese den Namen ab. Aber ist ja nicht schlimm. Er schaut auf jeden Fall. Es ist so ein richtig langer Name, Mono irgendwas. Ich denke mal irgendwie an Mongolei, aber er ist irgendwie so. Er ist irgendwie so mono. Ja, ist ein schwieriger Name, Es auf ist ein jeden sehr Fall. schwerer Es Name. ist ein sehr schwerer Name. Auf jeden Fall ist er sehr, sehr schön. Er schaut. Monongahela Brücke. Sehr gut. Also, jetzt hast du es natürlich erraten, aber jetzt müsst ihr auch mal rausgehen. Komm, da müsst ihr schon mal raus. Wie geht es Ja, hier? muss ich umdrehen. Okay. Ja, du, ein bisschen Erdkunde ist ja hier auch nicht schlecht bei Kühlbox Live. Boah, es ist viel zu kalt. Eieiei, ist das richtig. Aber wunderschöner Ausblick hier. Auf die Das stimmt. Skyline von Pittsburgh. Ja, vor allem abends ist dann immer, oder wenn es dann zur Nacht hingeht, ist es immer wunderschön. Es leuchtet alles. Ist dann dieser Wohnkomplex, gehört dann der quasi hier zusammen, oder? Genau, Das das gehört ist zusammen. eine. Was ist da unten noch, Dominik? Was wird da noch gebaut? Ist Ja, das Swimmingpool oder wie? hier ist es mehr noch wie so eine kleine Baustelle, dadurch, dass es komplett neu ist. Hier wird dann wie so ein, vor allem für den Sommer dann, dort hinten wird ein Swimmingpool sein. Es wird eher so ein Garten zum Grillen, dass man da abhängen kann und. Ist eigentlich ganz schön. Aber logischerweise nur für die Bewohner hier in diesem Genau. Komplex, oder? Da hinten wohnt ein anderer Mitspieler von mir. Wo wohnt noch einer? Da gegenüber irgendwo, auch im 5. Stock. Ich weiß Fünften nicht, ob der Stock? zu Hause ist. Der Also hier Teddy oben. Bluger aus Lettland. Teddy Bluger? Ja. Aus Lettland. Wohnt sonst noch jemand hier in dem Komplex? Von meinen Mitspielern nicht, nee. Nein. Aber hier, schauen wir das an. Ja, es ist sehr kalt. Ich muss jetzt auch wieder rein, weil. Der Boden ist kalt, so wie man es sich vorstellen kann. Auf jeden Fall, aber die Skyline ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Also, glaube ich dir, schon mal draußen gesessen, wo es noch warm war, zum Essen oder so, oder noch nicht da? Nee, also wo es warm war, waren wir leider noch nicht in der Wohnung. Da waren wir noch im Hotel. Wir sind hier eingezogen, wo es dann richtig kalt wurde. Deswegen
Und wie lange bist du jetzt hier drin eigentlich genau? Seit 4 Monaten, oder? Seit Oktober, genau. Also wo die Saison dann losging, im Oktober sind wir. Cool. Deutsches Fernsehen auch da oder außer Magenta Sport? Ja, so im Livestream schon. Okay. Aber wir haben jetzt keine deutschen Kanäle. Dominik, wie verfolgst du die DEL? Bist du da nach wie vor am Puck oder ist das ein bisschen schwieriger zu verfolgen? Nee, DEL verfolge ich natürlich eigentlich täglich. Mhm. Ich bin ein sehr großer DEL-Fan. Ich mag die Liga sehr und natürlich, dadurch, dass ich auch in München gespielt habe, schaue ich mir sie immer gerne an. Gestern habe ich zum Beispiel auch die ganze Konferenz angeschaut und es macht mir einfach richtig Spaß, noch alles so zu beobachten. Dann bist du ja logischerweise mit den Ex-Mitspielern aus München nach wie vor gut im Kontakt, oder? Ja, sehr viel. Also nach wie vor. Fast täglich sogar. Eine neue Frage ist reingeflogen aus, ich denke, Deutschland. Philipp Schnatzl, warst du auch schon mal im Hofbräuhaus? Ist ja auch in Pittsburgh um die Ecke. Mhm. Waren wir zweimal da, wo meine Familie da war. Mhm. Wenn ich ehrlich bin, hat es uns jetzt nicht so geschmeckt. Ja. Natürlich gab es zum Beispiel einen Schnitzel, aber wenn man sich ein deutsches Hofbräuhaus vorstellt, dann weiß er, wie es aussieht jetzt in Deutschland. Aber es gibt das Originalbier, gibt es schon, oder? Ja, gibt es schon. Das gibt schon. Also Bier war okay, aber da gab es zum Beispiel auch so Burger und das also mehr so. Nee, das haben sie halt dann ein bisschen für die Amerikaner ein bisschen angepasst. Das Einzige, was so richtig da war, war ein Schnitzel. So. Dann die nächste Frage, Thema DEL und München. Wie bist du da immer noch im Kontakt mit den Jungs? Also heißt, wie kommuniziert sie da regelmäßig per WhatsApp oder ist da auch mal ein Skype-Interview oder so dran? Ja, wir rufen uns auch ab und zu an, meistens natürlich über WhatsApp. Und was wir auch sehr oft machen, ist natürlich, wenn wir ein Lucies-Video oder so finden auf Instagram, dann wird das täglich hin und her geschickt. Und bist du noch in der Gruppe drin von München, in eurer Gruppe? Oder gab es da jemals? Von der Teamgruppe? Ja. Nee, also die gibt es natürlich jedes Jahr. Jetzt bin ich logischerweise nicht mehr drin, aber wir haben noch so eine Sommertraininggruppe von vor 2 Jahren und da schreiben wir auch noch ab und zu. Cool. Du, und ich weiß nicht, ob du schon die ein oder andere Kühlbox-Episode hast verfolgen können. Ja. Ich mag ja immer wissen, was im Kühlschrank drin ist. Natürlich. Und deswegen bin ich jetzt gespannt, was ein Dominik Cahun in seinem Kühlschrank drin hat. So. Wollen wir Musik mit Trommeln oder ohne Trommeln? 3, 2, 1. Ganz schön leer. Ja, es ist halt ein bisschen leer. Nein, also. Wir müssen noch einkaufen. Also wir fahren ja jetzt nach dem Live, fahren wir einkaufen. Ah ja gut, aber hier schaut es ja schon mal gut aus. Was haben wir hier? Was ist das? Nosa? Das ist unser Lieblingsjoghurt hier. Lieblingsjoghurt? Was ist das? So ein Kokosnussjoghurt und dann kann man die... Ach so, mit so... Sehr gut. Habe ich noch nie probiert. Ich glaube, das ist der gesunde Bereich. Ja, das ist schon sehr natürlich immer gesund. Erdbeeren, alles da, Paprika ist da, Salat ist da. Mhm. Sehr schön. Mhm. Alles da. Was ist das da? Ist das, was der Grubi auch hat? Toni, fragen. Das ist Toni, was ist das zum Trinken? Toni Special. Sprudelwasser mit bisschen Geschmack. Okay. Kannst du ja probieren, wenn du magst. Hier haben wir auch ein deutsches Produkt. Ah, das La Vita, ja. Das ist ja, was der Dennis Endres ja auch immer verwendet, richtig. Genau, und der Niklas Treutl. Sehe ich immer bei Instagram, dass der Niklas Werbung macht. Aber so ein Ding, darf man mal probieren? Ja, klar. Natürlich. Wollen wir mal eins aufzischen? Soll ich sie aufmachen? Bitte, bitte, okay. Bitte. Freue ich mich sehr. So, das kannst du mal kosten. Trink ja immer ein Glas, weil dann können wir es uns erteilen. Ah, okay. Ich hoffe, du weißt, wo die Gläser dann sind. Toni, mal eine Frage an dich. Dominik zu Hause, was ist er für ein Typ zu Hause? Boah, was ist er für ein Typ? Also räumt er auch mal auf, saugt er auch einmal? Ja, oder? Saugen tut er tatsächlich. Das war es dann, glaube ich, auch. Was? Das ist dein Lieblingsbereich, der Fernseher, die Xbox und die Couch natürlich. Nein, sowas darf man natürlich nicht glauben. Nein. Nein, der Dominik, ich glaube schon, wenn es irgendwie von der Zeit her geht, oder? Dann immer. Ist er. Also ich putze auch gern mal das Bad. Ja. Und tatsächlich? Nein. Also dann auf die Knie und dann das volle Programm? Ja, ich habe schon letztes Mal unser Bad aufgeräumt und alles. Ja. Staubsaugen tue ich natürlich immer eigentlich. Mhm. Beim Kochen tue ich mithelfen. Ich weiß nicht, warum sie jetzt wieder lacht. Aber. Toni, du platzt hier gleich. Ja, er hat den Bereich gleich noch gar nicht gesehen. Was schon hin? Nein.
Nein, okay. Also, ich glaube, dass du auf jeden Fall ein toller Hausmann bist, oder? Nein, man muss das so sehen. Also, ich bin jetzt nicht der größte Koch hier. Ich jetzt auch nicht. Aber natürlich, ich nicht. Weil sie jetzt live vor Kamera ist, sagt sie, dass ich absolut nichts mache. Nein, aber jede Vorspeise, die wir haben, machst du meistens ich. Und was sind die Vorspeisen? Salat. Salat. Ja, gut. Ich bin dann aus der Tüte und in die Schüssel geben. Dressing muss er nicht machen. Paprika schneiden. Ja, aber der Wille ist auf jeden Fall da. Der Wille ist immer da. Ja. Oder? Und wenn du jetzt irgendein Gericht selber kochen müsstest, Dominik, was wäre das? Wenn jetzt mal die Toni nicht da ist? Also ich mag sehr gerne morgens beim Frühstück, mache ich mir immer gerne Eier. Ja gut, aber jetzt einmal, also Eier, nein, Abend, es muss schon Abendessen sein. Achso, Abendessen, ja. Ich dachte, nein, Abendessen. Du müsstest jetzt selber kochen. Was für Gericht wäre dann so für dich dran? Ja, so ein Klassiker, so Hähnchen mit Pasta. Nudeln. Würdest du das hinkriegen dann? Penne Pesto. Aber nicht bestellen, gell? Also nee, schon nee, selber nee. Machen. Penne Pesto schaffe ich natürlich. Ja. Also das sollte jetzt nicht so schwer sein. Und ja, Hühnchenbrust. Ist doch super. Ja, das reicht vollkommen. Also von dem her, nee, alles gut. Gehen wir mal wieder ein bisschen auf die Fragen drauf ein. Marco Sander. Hey Dominik, fliegt ihr zu euren Auswärtsspielen oder fahrt ihr auch mal mit dem Bus bzw. Zug? Also in Chicago sind wir jedes Spiel geflogen und in Pittsburgh habe ich gehört, dass man zu dem Spiel, ich glaube dieses Jahr fahren wir einmal mit dem Zug nach Philadelphia, da das nicht so weit weg ist, aber ansonsten fliegt man natürlich alles. Nächste Frage von Markus Hinzel. Wie ist dein Tagesablauf während der Saison? Ja, ist eine gute Frage. Ist natürlich interessant. Es kommt immer darauf an, ob man... Entschuldigung für die Unterbrechung. Wollen wir uns an deinen Tisch vielleicht hinsetzen? Ja, weil da muss ich nicht so viel stehen. Du weißt ja, wie es ist. Ist man viel unterwegs. Findest du es anstrengend? Nein, nicht anstrengend. Nein, ich finde es schön hier bei dir. Toll. Aber sitzen ist ja auch schön. Okay. So. Also, ja, das ist viel gemütlicher. Schon gemütlicher, ja. Schön an der Bar hier beim Dominik Cahun zu Hause. Also, Frage war, Auswärtsspiele, Fliegen oder Zug? Oder Bus? Die hatten wir schon, Patrick. Ach so, waren wir jetzt schon bei der nächsten es Frage? Es ging um meinen Tagesablauf. Okay, ja, ich finde es super, dass du da auch so engagiert dabei bist bei der Kühlbox Live. Das war logischerweise eine Fangfrage da draußen, alle Eishockey-Fans, ob der Dominik da natürlich auch aufpasst. So, das war korrekt. Die nächste Frage lautet, Tagesablauf NHL. Also es kommt natürlich immer drauf an, ob es ein Spieltag ist oder nicht. So wie heute, wo es nur ein Trainingstag ist, fahre ich meistens... um 9:30 los. Mhm. Die Trainingshalle ist bei uns eine halbe Stunde entfernt von meiner Wohnung hier, deswegen fahre ich um 9:30 los, bin meistens um 10 da. Dann gibt es Frühstück in der Kabine und um 11 Uhr ist dann ein Videomeeting und um 12 gehen wir dann meistens aufs Eis. Und dadurch, dass morgen wieder ein Spiel ist, waren wir heute nur eine halbe Stunde auf dem Eis. Jeder kann danach ein bisschen extra machen. Und ja, danach kann jeder machen, was er will. Wir haben natürlich das Eisbad, das Wärmebecken, man kann regenerieren und man bekommt einen Shake und ja, dann isst man was zusammen und dann fährt man wieder heim. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber gibt es da so diese NHLPA-Rule-Regel, dass man auch nur eine gewisse Zeit lang im Stadion sich aufhalten kann? Gab es da mal so? Oder gibt es die noch? Ja, das gibt es schon noch, glaube ich. Also, du darfst jetzt nicht, glaube ich, 5-6 Stunden am Tag in der Eishalle genau, sein, oder? Ich weiß jetzt die genaue Anzahl auch nicht, aber es gibt eine Regel. Ja. Das heißt, es ist quasi vorgegeben von der NHLPA, dass ihr am Tag eine gewisse Zeit lang euch nur in der offiziellen Eishalle aufhalten dürft, oder? Ja. Okay. Nächste Frage, die hier reinfliegt aus Deutschland. Jonas Edelhoff, wie siehst du die Chancen für Pittsburgh auf den Stanley Cup? Ja, ich meine, im Moment sieht es sehr gut aus. Ich glaube, wir sind Dritter oder Vierter in der Liga, sind Zweiter in unserer Division hinter Washington und sind auch nicht mehr weit von denen entfernt. Und im Moment läuft es eigentlich sehr gut. Klar, Playoffs ist dann ein ganz anderes Eishockey. Ja. Ich habe zwar noch nie NHL-Playoffs spielen dürfen und hoffe, dass es dieses Jahr, also es sollte klappen. Und ja, ich glaube, wir haben eine sehr gute Mannschaft und wir werden sehen, was passiert. Frage von mir, was war dein bisher härtester Gegenspieler in der NHL? Boah. Chara, weil er halt so groß ist von Boston Bruins? Oder? Ja, der hat natürlich eine sehr, sehr lange Reichweite. Ja. Auch mit den Armen. Genau. Das kommt auch mal so vor, wenn man in der Ecke steht und er steht vorm Tor, dann kann er dir die Scheibe noch rausstecken. Also. Aber ne, härtester Gegenspieler. Gibt es da einen, wo du sagst, da hast du besonders Respekt einfach davor? Wenn nicht, ist auch okay.
Ja, es gibt natürlich, man weiß, in jeder Mannschaft gibt es einfach Spieler, die ein bisschen härter sind oder auch ein bisschen dreckiger, wie man sagt. Ja. Und natürlich passt man da schon ein bisschen auf. Wenn man schaut halt dann beim Bulli vielleicht, ob der jetzt auf dem Eis ist und weiß dann, dass man da vielleicht ein bisschen mehr aufpassen sollte. Ja. Nächste Frage. Jonas Edelhoff, verbringt Mario Lemieux Zeit mit der Mannschaft? Er ist eigentlich bei jedem Spiel da, fast bei jedem Spiel, aber man sieht ihn jetzt nicht unbedingt. Aber wir haben den jetzt, ich habe ihn persönlich zweimal bis jetzt getroffen. Er ist ab und zu in der Kabine, kann man ihn sozusagen sehen, aber meistens, ich habe auch gehört, dass er ein Haus in Florida hat und jetzt weiß ich nicht, ob der da viel Zeit verbringt, aber ab und zu ist er schon da. Schauen wir mal hier nochmal ein bisschen durch. Was hast du denn jetzt noch für Träume, wenn du den Traum so vieler Spieler schon aktuell lebst? Fragt Lisa Steckel. Also, wenn du quasi jetzt schon in nächster Traum wird dann sein Stanley Cup gewinnen, oder? Das natürlich auch, aber ich finde die Frage sehr, sehr gut. Natürlich war es früher immer mein Ziel, einmal in der NHL spielen zu können und den habe ich mir letztes Jahr erfüllt und natürlich war ich der glücklichste Junge wahrscheinlich in dem Moment auf der Welt, aber natürlich, wenn man dann hier ist, es ist einfach so, es ist, glaube ich, menschlich, man will immer mehr. Ja. Und jetzt mittlerweile, ich glaube, vor 2 Jahren hätte ich nie gedacht, wenn ich mal ein schlechtes NHL-Spiel habe, dass ich mich dann aufreg. Also, weil es einfach die NHL ist, es gibt nicht mehr. Aber jetzt momentan ist es einfach so, klar, ich will jedes Spiel immer noch gut sein. So damals, wie ich in München war, da wollte ich auch immer mehr gut sein. Und das will man hier dann auch einfach. Und ja, der Stanley Cup natürlich ist noch das große Ziel. Die nächste Frage hatten wir, die war von Uli Reimers. Welche Stadt gefällt dir besser, Chicago oder Pittsburgh, unabhängig vom Eishockey? Ja, wenn man ehrlich ist, dann, ich glaube, jeder, wo mal in beiden Städten war, weiß, Chicago ist schon die schönere Stadt. Ja. Hat jetzt, wie Sie auch gefragt haben, nichts mit Eishockey zu tun, aber von der Stadt her ist Chicago schon besser. Ist auch größer, glaube ich, gell? Ist auch größer. Ist auch größer. Bastian Schweinsteiger hat ja auch eine Zeit lang in Chicago Fußball gespielt. Gab es da mal einen Kontakt auch zu ihm? Ja, wir haben uns, ich glaube, zweimal getroffen. Aber das erste Mal war er mit seiner Frau, mit der Anna Ivanovic, waren sie bei uns am Spiel. Und da haben wir uns auch in der Kabine unten getroffen. Und dann war ich noch einmal mit ihm, waren wir in der Stadt, ein bisschen, waren wir Kaffee trinken. Und ja, ist ein sehr, sehr cooler Typ. Silke Fröbel, hast du Pre-Game-Rituale? Ja, das ist natürlich auch immer so ein Ding im Eishockey. Es gibt viele, die verrückte Rituale haben. Ich glaube, meine schlimmste Zeit war einmal in München, wo wir in den Playoffs waren. Ich weiß jetzt nicht genau, welches Jahr das war. Könnte sogar das letzte gewesen sein. Da habe ich irgendwie angefangen damit in der ersten Runde. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was es war, aber es waren dann schon viel zu viele Sachen. Und dadurch, dass wir dann wir haben die Spiele gewonnen, es ging immer weiter, Halbfinale, Finale und dann musste ich das jedes Spiel machen, weil ich einfach daran geglaubt habe, dass uns das hilft. Aber wenn ich jetzt ehrlich bin, hier in der NHL, ich habe eigentlich kaum. Also klar, ich gehe meistens, wenn wir zu Hause spielen, um die gleiche Uhrzeit schlafen. Ja. Aber ansonsten... Kann das die Toni bestätigen? Ja. Immer zur selben Zeit schlafen gehen? Ganz strikt. Sehr gut. Ja, muss man auch ab und zu ein bisschen die Spieler kontrollieren in der Kühlbox Live. Nächste Frage, die kommt rein von Nick Mail. Was ist die Kommunikation mit Coach Sullivan? Gibt es da öfter Feedback? Also wie ist die Kommunikation zwischen den Spielern allgemein, sage ich ja mal, jetzt nicht nur auf dich bezogen, und Head Coach in der NHL? Ich finde, es kommt immer auch auf den Spieler drauf an. Also natürlich mit den Superstars derjenigen Mannschaft wird immer mehr geredet. Ich finde eher, dass die Kommunikation so ist, wenn man was Falsches gemacht hat, dann wird einem probiert zu helfen und dann wird viel geredet. Sie erwarten einfach von uns, dass wir immer gut spielen. Ja. Und deswegen wird man hier jetzt nicht besonders gut gelobt oder alles, aber sobald man eher die schlechten Sachen macht, dann kommen die Gespräche. Nächste Frage von Bastian Heidmann. Wie waren deine Gedanken bei deinem ersten NHL-Tor? Ja, natürlich mit einer der schönsten Sachen, die mir passiert ist. Es war immer mein Traum, in der NHL zu spielen. Und dann, wenn ich da war in Chicago letztes Jahr, konnte ich nicht mehr darauf warten, bis ich endlich ein erstes NHL-Tor mache. Und dann ist es gefallen. Und ja, die Freude war natürlich
eine Woche lang sehr riesig. Und warum der Dominik jetzt auch die ganze Zeit immer so nach, von euch aus gesehen, links geschaut hat, hat einen Grund, denn hier oben hängt nämlich ein Bild, und da schauen wir doch jetzt mal schön zusammen hin, angesprochen auf das erste NHL-Tor, haben wir jetzt beim Leon schon sehen dürfen und beim Grubi, das ist quasi hier dein Original-Puck von dem ersten NHL-Tor, 11. Oktober 2018 gegen Minnesota Wild, und der Spielberichtsbogen dabei, oder? Genau, ja. Coole Sache. Ja, das haben echt schön gemacht. Also, sie haben dann natürlich den Puck mitgenommen nach dem Tor, und dann hat es, glaube ich, 2 bis 4 Wochen gedauert, bis ich das dann bekommen habe, und ja, darüber habe ich mich natürlich sehr gefreut. Bekommt man dann quasi das, so wie wir es jetzt schon sehen in diesem Rahmen, von der NHL, oder kriegt man das dann von dem jeweiligen Verein, wo man spielt? Also das habe ich dann von unserer Mannschaft bekommen, also von Chicago. Okay. Die Betreuer haben mir das dann machen lassen und sie haben es mir dann auch übergeben. Cool, also so ein Andenken ist natürlich... aber also beim nächsten, wenn dort steht 100. NHL-Tor, dann komme ich wieder, Dominik. Gell? Alles klar. Und hier links daneben hängt, ja, das ist natürlich auch ein Klassiker. Die hängt so ein bisschen alleine, muss ich jetzt mal sagen. Aber darf man die mal runternehmen, Dominik? Ja, natürlich. Die Silbermedaille. Das ist ganz schön schwer. Soll ich sie holen? Ja, holst du lieber, weil wenn ich da auf deine Couch steige, das mag ich nicht. Ach, nee, nee. So, machst du mal. Ach, cooles Ding. Ja, das muss ich schon mal erstmal hier mal für euch zu Hause. Silbermedaille Pyeongchang 2018. Wow. Stark. Oh, die ist aber echt schwer. Die ist ganz schön schwer. Weil wir jetzt gerade hier die Silbermedaille in der Hand haben, auch natürlich eine Frage dazu, Dominik. Was war das für ein grandioses, geiles Turnier von euch? Also, kannst du es überhaupt noch schon glauben, dass du Silbermedaille gewonnen hast bei den Olympischen Winterspielen? Also immer, wenn ich sie sehe, dann ja. Aber ansonsten eigentlich gar nicht. Also ich finde, dass die Silbermedaille, die bedeutet mir eigentlich noch mehr, als dass ich in der NHL spiele, muss ich ganz ehrlich sagen. Dadurch, dass es ein bisschen ungewohnt war, dass man natürlich mit Deutschland eine Silbermedaille holt, was natürlich was Besonderes, und es bleibt für immer wahrscheinlich das Schönste, was man gewinnen kann. Und ja, es bereitet mir immer ein Lächeln, wenn ich sie sehe. Da, magst du es einmal bitte umhängen für uns, für die Kühlbox? Natürlich. Sie steht dir unheimlich gut. Ja. Mega cool. Also das Bild und das Lächeln dazu, grandios. Also allergrößter Respekt natürlich an die ganzen Jungs da draußen, die da daran teilgenommen haben, und Trainer und Betreuer. Also natürlich Chapeau. Und ich kann es ja immer noch nicht glauben, dass eine deutsche Nationalmannschaft Silber geholt hat bei den Olympischen Spielen. Also wirklich... Nee, das ist das, was ich gesagt habe. Und wie du gerade gesagt hast mit den Jungs, das war auch eine Wahnsinnsgruppe, die wir da hatten. Ja. Man hat es von Anfang an gemerkt, dass da was Besonderes war. Wir haben, glaube ich, unsere ersten 2 Gruppenspiele zwar verloren, aber man hat schon gesehen, wie wir gespielt haben. Ja. Ich glaube, das 2. Gruppenspiel war, wenn nicht unser bestes Spiel in ganz Olympia. Wir haben gegen Schweden 1-0 verloren, aber waren mit Abstand die bessere Mannschaft. Und da haben wir gemerkt, so, dass da was geht dieses Jahr. Und da war jeder mit jedem so nah. Ja. Also das war einfach, das hast du direkt gemerkt, dass die Mannschaft da was hat. Und ja, das hat es dann auch rausgezahlt. Schaut sehr gut. Hängen Sie wieder hin, wo sie hingehört, ja, oder später. Wahnsinn, da liegt sie. Und ich habe gesehen, hier in der Ecke, natürlich nicht die Toni, ich meine nicht dich damit, Toni, sondern Eishockeyschläger, dein Originalschläger, Dominik? Ja, das ist, mit dem habe ich dieses Jahr schon gespielt. Warum, erste Frage, warum ist der hier zu Hause? Hat das einen Grund, oder zockst du auch ab und zu hier im Wohnzimmer einfach? Ja, ich meine, wenn mir langweilig ist, dann spiele ich ab und zu ein bisschen rum mit dem Ball, mit dem Schläger. Und ich habe ihn einfach mit nach Hause genommen, weil ich keinen jetzt daheim hatte. Und, ja. Besonderheit jetzt vielleicht für einen neuen Eishockey-Fan da draußen. Was für Kelle, was für einen Schläger spielst du? Also ich habe eigentlich gar nichts Besonderes. Ich spiele die ganz normale Sackig-Biegung, die gibt es schon lange. Das ist einfach eine reguläre Biegung, die es schon länger gibt. Und mit der habe ich eigentlich sozusagen angefangen und mit der spiele ich immer. Einmal zeigen wir schon die Sackig-Biegung. So schaut sie aus, schön. Hinten vor dem Weiß, toll. Also das ist die Sackig-Biegung. Meinst du, ich könnte damit auch ein Tor schießen in der NHL?
Ja, ich meine, wenn du ein paar Jahre hier bist und irgendwann am richtigen Punkt stehst, dann vielleicht also, Dankeschön, sehr schön. Also du meinst, wenn ich einmal ein Empty-Net-Tor vielleicht vor mir hätte, dann mache ich ein Tor. Sehr cool, ja, du bist sehr ehrlich, klasse. Vielen lieben Dank, macht echt Spaß. Also so viel zu der Biegung. Kannst du, Frage von Martin Franzen, Dominik, kannst du dir die Zukunft in Pittsburgh vorstellen? Weil dein Vertrag läuft ja logischerweise nach dieser Saison ja aus. Ja, so wie es aussieht oder so wie es die Regeln hier sagen, ist es so, dass ich mit keiner anderen Mannschaft, bis ich glaube 28 bin oder 27, unterschreiben kann. Deswegen muss ich sozusagen mit Pittsburgh verlängern erstmal. Darf ich dir irgendwas zum Trinken anbieten? Magst du irgendwas? Ja, nein, gut. Du wolltest gut. Ja, ach so, unseren, ja genau. Unser Getränk probieren. Ist das die Hälfte, oder? Ich habe dir extra das Glas gemacht, Patrick. Ach, das ist durchsichtig. Aha. Ja. Achso, ich dachte, das ist Wasser. Ach, das ist quasi das. So. Ach so, ich dachte, das ist Wasser. Und? Also mir schmeckt es nicht. Mir schmeckt es auch nicht. Sehr gut. Weil das ist jetzt Toni Special, sage ich doch. Toni, das schmeckt dir? Ja. Aber es schmeckt dir eigentlich noch nichts. Oder? Ja, aber weißt du, die Toni, die braucht es ja so richtig. Die braucht immer Geschmack und dann liest sie natürlich immer diese Zero Calories, kein Zucker und sie glaubt es dann immer. Also ja, kein Zucker, keine Kalorien. Ja, aber das stimmt doch alles nicht. Aber es schmeckt irgendwie, also ich glaube, wenn es das in der Wasser so ein bisschen Zitrone reinspritzt, dann ja, ist es besser. Wer macht Zitrone dann, wenn ihr das lieber ist? Nein, um Gottes Willen, super. Aber ich habe mir das jetzt ein bisschen spannender vorgestellt. Spannender hier. Ja, bitte. Aber bei mir dreht sich das immer so komisch. Nein, einfach nur rückhalten. Schau, jetzt ist schon wieder ein bisschen. So. Soll ich mal die Fragen durchschauen? Mach mal einfach so, oder was? Sehr gerne. Einfach nach oben, hier. Markus Hinze, bist du mit anderen deutschen Buddies auch in Kontakt? Ja, bin ich schon. Wie wir vorhin darüber gesprochen haben, natürlich mit den ganzen Jungs aus Deutschland, sind wir viel in Kontakt und natürlich auch mit dem Leon Dreiseitel, mit dem ich sehr gut bin, haben wir auch Kontakt. Ja. Schau hin und weiter geht's. Verfolgst du noch die DL? Haben wir schon beantwortet, dass du da regelmäßig schaust? Was haben wir hier noch? Hallo, viele Grüße natürlich an alle. Jetzt steht's da. Ein paar Leute schreiben mir, wie der River hier heißt. Ah, Isabella und Cinta. Cinta La Monongahela River. Monongahela. Haben wir aber gewusst. Ja, irgendwas mit Mongolei gesagt. Du hast irgendwas mit Mongolei gesagt, aber das war ja das, was Dominik sagen wollte. Also er heißt Monongahela River. Ist schon ein schwerer Name. River haben wir gewusst. Ja, River. Eine Sprachnachricht haben wir bekommen von einem gewissen Tobi Schweinsteiger. Okay. Und der Tobi hat mir Folgendes geschickt. Ich habe eine Frage an dich. Ah, klasse. Servus Dominik, hier ist der Tobi Schweinsteiger. Ich habe eine Frage an dich. Wie ist das Gefühl, wenn einen Pavel Nedved umnietet? Also Tobi Schweinsteiger fragt, wie ist das Gefühl, wenn ein Pavel Nedved jemanden umnietet. Bitte löse mich oder klär mich auf, weil was hat das damit auf sich? Erstmal liebe Grüße an Tobi, falls er schaut. Ich grüße dich und danke für deine Frage. Es war vorletzten Sommer, wurde ich vom Tobi eingeladen zu dem Bananenflankerspiel im Sommer. Das war ein Fußballspiel in Weiden. Und da haben wir gegen die tschechische, ich glaube, das war die 96 Auswahl von Tschechien damals. Und ja, da durfte ich dann wurde ich aufgestellt als rechter Verteidiger. Die Position hat mir ehrlicherweise nicht so gepasst, aber ich konnte natürlich kein Wort sagen da und habe gesagt, dass es super ist. Also du warst der rechte Verteidiger? Ja. Bei der Fußballmannschaft? Genau, der Weinzierl war unser Trainer und der hat mich da. Okay. Und er dachte, dass ich der perfekte Rechtsverteidiger wäre und ich habe natürlich gesagt, ja klar, also, das ist kein Problem. Ich habe auf jeden Fall gar nicht durchgesehen hinten. Die Jungs von den Innenverteidigern haben mich immer angeschrien, wo ich sein soll, deswegen abseits und so. Und eine lustige Sache war noch Jan Koller. Oh, der Große, der bei Borussia Dortmund spielt. Genau, jeder Fußballfan kennt ihn bestimmt. Ja. Da war eine lustige Sache, die Tschechen hatten einen Freistoß, also nicht einen direkten, aber von lang. Ja. Und die Jungs von der Innenverteidigung haben gesagt, Jan, nimm du ihn, den Jan Koller.
Du? Also ich denke Jan Koller. Der war in der Bundesliga und Nationalmannschaft, Kopfballspezialist, ist ungefähr 2,80 Meter groß. Und du hast dann gedecken müssen. Das war dein Mann zum Decken. Genau, sie haben gesagt, ja, nimm du den. Ich so, ja, klar. Erstens dann, hatte ich richtig Schiss vom Kopfball. Ja, und da war natürlich eine Riesenchance gegen uns. Aber kein Tor. Kein Tor. Du hast es ja kommen sehen. Direkt ausgewechselt. Echt jetzt? Der Herr Weinzierl hat mich dann rausgeholt. Oha. Aus Mitleid oder aus spielerischer... Ich weiß nicht. Der Druck von den Tschechen war zu groß wegen mir. Auf der rechten Seite, vor allem auf deiner Seite. Dadurch, dass ich natürlich auch Tschechisch verstehe, was eigentlich ganz lustig war, es immer hieß, wir müssen über links, also über meine Seite. die haben dich quasi etwas gescoutet sozusagen, die linke Seite oder deine rechte Seite, und habt ihr wenigstens das Spiel gewonnen? Boah. Oder nicht? Ich glaube schon. Ja, wir haben irgendwas gefeiert. Oder? Und Tobi, hat der dann auch gespielt? Oder was war der? Oder? Tobi hat auch gespielt, ja. Hat der was zerrissen dann? Ja, der war so eher im Mittelfeld, wo ich sein wollte. Mhm. Aber er war schon gut, ja. Ab und zu habe ich mich mit eingeschaltet nach vorne, weißt du, weil das mehr so meine Spezialität ist. Ja. Dann haben wir ein paar Päschen gespielt. Aber zu Pavel Nedved, zu der Frage von Tobi. Jetzt haben wir die Antwort. Genau. So viel. Er hat es ein bisschen zu ernst genommen, das Spiel. Wer ich jetzt? Pavel oder Tobi? Nee, der Pavel. Ach so. Es war eigentlich eine lustige Sache, weil die ganzen Jungs aus Tschechien haben danach auch gesagt, dass er das eher oft ernst nimmt. Und ja, er wurde dann ein bisschen sauer, dass wir mehr Tore gemacht haben. Und ja, aber es war, also die Sache mit dem Foul an mich war eigentlich... Ich konnte eigentlich gar nichts dafür. Also ich spiele einen Rückpass zum Torwart, der irgendwie war es. Und der Torwart, es konnte kein Rückpass sein, weil er dürfte ihn nicht in die Hand nehmen, aber er hatte ihn auf jeden Fall in der Hand. Mhm. Und dann läuft der Pavel Nedved, ist so zwischen uns, zwischen dem Torwart und mir. Mhm. Und eigentlich wollte ich den Ball gar nicht, weil der Nedved zu nah an mir war. Und ich wollte den Ball nicht, weil ich nicht wusste, was ich damit mache. Und jetzt täuscht er aber an, der Torwart, dass er ihn dahin wirft. Der Pavel Nedved macht schon einen Schritt da und er verarscht ihn und wirft ihn so über ihn. Also, und er hat sich halt verarscht gefühlt und dann kam der Ball zu mir, ich stand jetzt da und da hat er mich halt umgesägt. Na. Also nicht richtig. Und das Schlimme, ich war noch ein bisschen dumm und wollte noch einen Move gegen ihn ausprobieren. Ach du Kacke. Und dann hat er mich halt mitgenommen. Und, das heißt, Pavel Nedved hat dich mal sauer umgegrätscht und... Nicht umgegrätscht, hat mir einfach so ein bisschen hinten reingetreten. Ja, ein bisschen hinten reingetreten? Habe ich natürlich gar nicht gemerkt. Gelb oder nicht? Nee, gar nichts. Ich habe auch so getan, als würde es gar nicht wehtun. Okay, also die Story haben wir im Deckel mit... Hast du noch Kontakt zu Pavel Nedved oder seitdem nichts mehr? Nee, mit Pavel Nedved hatte ich nie Kontakt. Okay, aber vielleicht wird es ja noch was. Ja, die Jungs hatten danach eine super Idee, dass wir mal ein Spiel machen können, weil die paar Tschechen spielen auch haben, so eine Eishockey-Mannschaft. Mhm. Und dann hatten sie die Idee, wir können ja mal ein Eishockey-Spiel machen. Bananenflanke gegen tschechischer Fußball. Aber kam nie zustande? Kommt vielleicht noch und dann... Schauen wir mal, wenn der Paul nicht den Puck hat an der Bande, dann schickst du ihn jedes Mal zurück. Aber. Wahnsinn, Riesenstory. Marcel Brinkmann, wie viele Schläger brauchst du circa in der Saison? Also ich brich nicht viele Schläger durch, außer wird mir jetzt vom Gegner gebrochen. Und ich benutze jetzt auch, weil manche Spieler benutzen jedes Spiel 9 Schläger zum Beispiel. Ja. Ich mache das jetzt eher nicht so, ich würde sagen so um die bei 82 Spielen. So 50, 40, 50, sowas. Ja. Na, 40, 50 hört sich gut an. Philipp Grubauer zum Beispiel spielt jedes Spiel einen neuen. Ich weiß, der Leon auch, oder? Der Leon, was hat der Leon gesagt? Doch, ich glaube schon. Doch, der Leon glaube ich auch. Und vor allem beim Leon ist es witzig, hat er mir erzählt, bei der Kühlbox Live in Edmonton, dass die... er dreht seinen Schläger immer um vor dem Spiel. Ja, kenne ich. Ach, kennst du, oder? Okay. Ja, hast du schon mit dem Song gespielt, gell? Was für eine Frage. Okay, gut. Gute Frage von Pepe So. Pepe So fragt, welcher DEL-Rookie ist dein Favorit? Weil aktuell läuft ja die Rookie-Wahl bei Magenta Sport. Und wir haben ja einige im Topf von den ganzen DEL-Rookies. Stützle, Reichel, JJ Peterka, wie sie alle heißen. Machen alle einen verdammt guten Job, aber wer ist dein persönlicher Favorit? Ja, ich habe die Wahl angeschaut oder habe es gesehen im Internet, dass sie jetzt gibt. Ja, vor allem dieses Jahr, auch bei der U20 WM haben sie gezeigt, wie gut sie sind. Ja. Echt gut gespielt. Ich habe mir die Spiele auch angeschaut, wenn ich Zeit hatte. Und
Ja, natürlich habe ich mehr Kontakt zu den Jungs aus München, ja. Das ist klar, weil ich auch im Sommer da war. Aber auch die anderen Jungs sind wahnsinnig gut. Und wenn ich jetzt ehrlich bin, ich glaube, dass es der Tim Stützler aus Mannheim wird. Mhm. Aber ja, ich finde sie alle sehr, sehr gut und wir werden sehen, was wir dann. Und es ist ja auch eine Fanwahl, muss man ja auch berücksichtigen. Also die Fans, ihr da draußen habt die Möglichkeit, den DEL-Rookie eures Vereins zu wählen. Also mitmachen bei www.del-rookie.de. Wow, das habe ich mir sehr gut gemerkt übrigens. Abstimmen. Danke. Nächste Frage. Welcher Spieler würdest du aus der DEL zu dir nach Pittsburgh holen? Ui, jetzt bin ich halt gespannt. Welchen Spieler? Ja, ich weiß nicht, ob ich die Frage so genau beantworten kann. Ich würd, oder zwei. Ich würde viele holen. Ja, dann zähle mal alle auf. Ja, nee, ich meine, ich hatte immer sehr viel Spaß. Es gab mal die Reihe in München mit Mats Christensen und Frankie Maurer. Wir ja. haben ja eigentlich immer zusammen gespielt. Und es hat riesig Spaß gemacht mit den Frankie, mein Rechtsaußen, der Mats links. Dann gibt es natürlich die Jungs, mit denen ich in Kontakt bin, Maxi Kastner, Kevin Reich und die ganzen Jungs. Und Freddy Tiffel ist aus Köln, ist auch ein guter Freund von mir. Fabio Pohl. Wenn es geht, alle. Ja, es sind einfach alle, die, mit denen ich früher gespielt habe. Hast du schon Lieblingsorte in Pittsburgh? Mount Washington? Fragezeichen von Katrin Wolf. Ja, Mount Washington ist cool, weil es direkt hier ist. Mit ach, dem Auto. Um die Ecke, oder wie? Genau, da fährt ach, das man ist, hoch. Wo die Bahn auch hochfährt? Genau, das, wo man basiert. Das ist Mount Washington. Okay, das ist Mount Washington. Genau, und da waren wir am Silvesterabend, waren wir, wo unsere Familien da waren, waren wir da im Restaurant, wie ist das? Altius Essen. Altius? Es ist sehr, sehr schön oben, ja. Also Restaurant ist dann da oben, oder wie? Genau, da gibt es einige Restaurants, da kann man auch wohnen und alles. Okay, nächste Frage von Christian Huber. Neben wem sitzt du in der Kabine? Also in der Arena, wo wir spielen, ist rechts von mir der Patrick Hornqvist. Und links von mir ist es so, dass immer einer, der hochberufen wurde aus der AHL, die sitzen dann links von mir. Und zurzeit ist es der Anthony Angelo. Mhm. Aber es ist zurzeit nur so, weil der Nick Bjugstad verletzt ist und der noch gar nicht spielt. Deswegen ansonsten ist es immer Patrick Hornqvist und Nick Bjugstad. Ist es dann in der NHL-Arena genau gleich oder sitzt du da neben anderen Spielern? Ja, es ist eigentlich alles genau gleich. Okay. Aber sozusagen in der Trainingshalle hat jetzt der Nick Bjugstad noch seine Sachen, weil der ab und zu aufs Eis geht. Ja. Und der Trainingshalle nicht. In der Spielhalle nicht. Und sieht dann die Trainingskabine genauso aus wie die Arena-Kabine oder ist da schon ein Unterschied zu sehen? Nee, die sehen genau gleich aus. Also genau gleich? Das ist extra so gemacht, dass man sich in beiden genau gleich fühlt. Okay, das heißt quasi, man hat die nachgebaut in beiden Arenen sozusagen gleich, egal ob in der Trainingshalle oder in der Arena, die schauen beide identisch gleich aus. Genau. Okay, sehr interessant. Dann gibt es ja noch hier bei mir immer ab und zu, was ich sehr gerne mache, ist so ein kleines, machst du ab und zu Facebook Live? Nein, sehr gut. Es gibt ja hier so verschiedene Filter. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Man drückt Filter hier kenn ich schon. Filter, man drückt dann hier so drauf und dann kommen hier unten die verschiedenen Manschgal vor. Mhm. Und wenn du hier, du darfst ja auch irgendein Manschgal hier unten mal aussuchen und schauen wir mal, wie wir zwei dann eigentlich mit diesem Filter aussehen. Also eins, was ich schon sehe, was zu dir passen würde, ist das was hier. Was zu mir passen würde? Dadurch, dass du so müde aussiehst, könntest du dich jetzt ins Bettchen legen. Das ist sehr schön. Ja. Danke, das tun wir gleich wieder weg, weil ich bin nicht müde, auch wenn es vielleicht so ausschaut. Echt, schaue ich müde aus? Ein bisschen. Echt jetzt? Okay. Soll aber. Ich habe auch schon gesehen, dass ein paar Fans hier das geschrieben haben bei deinem Instagram Live, dass du müde aussiehst. Sollten wir nicht drauf eingehen, okay. Haben wir gesagt. Aber schön, dass du. Was ist das? Ja, das ist ein Film. Naja, auf jeden Fall. Soll ich mal eins aussuchen? Such dir noch eins aus. Für uns beide. Gibt's nix? Sei bitte nicht gemein. Das hatten wir schon. Aber naja, gibt's ja verschiedene Sachen. Auf jeden Fall schaut man da immer sehr, sehr gut aus. Und, genau, und dann drückt man hier wieder drauf und dann drückt man hier wieder drauf. Und so, jetzt sind wir wieder da. Aber danke, dass du auf meine Augenringe eingehst, obwohl ich ja gar keine habe.
Aber ich habe auch eine Ausrede wegen dem Jetlag. Natürlich. Ja, also. Du bist ja erst seit eineinhalb Wochen hier, ja. Aber ich weiß, von Grubi von Denver sind natürlich 2 Stunden, oder Jetlag? Ja, das verstehe ich schon. Beim Grubi ist jetzt normal 3:45 Nachmittag und jetzt ist 4:45. Und deswegen, das kann man mir dann schon mehr anmerken, dass ich hier ein bisschen müde bin. Aber ich bin es ja nicht. Dazu eben die passende Frage. Danke Sven Kaufmann an dich. Wie kommst du mit den ganzen Reisen und der Zeitumstellung zurecht? So wie jetzt das bei mir zum Beispiel der Fall war. Ich komme aus Denver, fliege hierher zu euch, nur ihr müsst ja spielen. Ja, ich meine, die Zeitumstellung ist jetzt nicht so oft da. Mhm. Wenn es 1 Stunde ist oder 2 Stunden, dann ist es noch okay. Ja. Es gibt natürlich Spiele, wo zum Beispiel, wenn wir in Vancouver sind oder dann in LA, glaube ich, sind es dann 3 oder sogar 4, gab es schon mal. Ja. Und ja, natürlich, wenn du dann heute zum Beispiel hinfliegen würdest und spielst dann morgen und es ist 4 Stunden Unterschied, das merkst du natürlich schon. Unterschied, ja. Und vor allem nach dem Spiel dann zum Beispiel in LA fliegst du dann weiter und spielst dann wieder, oder kommst zurück und spielst dann wieder, wo eine ganz andere Zeit ist. Also wenn sich die Zeiten so um so viele Stunden ändern, dann merkt man es natürlich. Und ja, die Reiserei ist auch schon anstrengend. Lieblingsauswärtsspiel für dich? Las Vegas. Las Vegas? Vegas Golden Knights? Wegen der Halle oder wegen der City oder warum Las Vegas? Also ich würde sagen, wegen der Halle. Da ist die beste Stimmung in der NHL, würde ich sagen. Es macht einfach riesig Spaß. Kann ich nur bestätigen. Ich durfte ja auch einmal live vor Ort sein. Das ist ja auch mehr wie ein Club, finde ich. Also da wird natürlich Eishockey gespielt. Vor allem beim Aufwärmen. Wahnsinn. Also und das macht Spaß. Das dröhnt da runter mit der Musik. Also wirklich der DJ. Wenn du entscheiden müsstest, Augsburg oder Straubing. Ui. Benjamin Eberling. Eieiei. Du hast das gewählt, die Frage. Nee, ich finde es ja auch richtig interessant. Ja, gut, dann bitte. Natürlich, als Münchner, als München gespielt habe, Augsburg natürlich. Ja, vor Straubing war auch immer so ein Riesenderby. Also. Jetzt kommst du nicht mehr raus. Jetzt kommst du nicht mehr und du hast dich selber da reingegraben. Nee, das jetzt, ist alles gut, ich muss ein bisschen überlegen. Gut, kein Problem. Ich werde jetzt, keine auswählen, aber ich muss beide sozusagen loben, weil ich es sehr, sehr mochte, da zu spielen. Mhm. Sowohl in Straubing, obwohl die Fans uns natürlich, ist ja auch logischerweise, nicht so mochten da. Ja. Und Augsburg auch nicht, aber die Stimmung in beiden Arenen waren immer Weltklasse und es hat echt Spaß gemacht. Und zweimal Wäsche gewaschen. Warum kommst du reisen? Zeit, Flyers, also, wie überbrückt. Okay. Gute Frage finde ich persönlich auch. Rene Splithofe, wie überbrückst du die Reisezeiten in der NHL? Was machst du im Bus oder im Flugzeug? Ist das nicht mega langweilig? Fragt er. Finde ich sehr interessant. Also, wie ist es mit der ganzen Reiserei? Wie viel bringt ihr die? Was macht ihr da? Ja, also so letztes Jahr und dieses Jahr, also letztes Jahr mit Chicago und jetzt mit Pittsburgh, sind unsere Flüge meistens im Durchschnitt nicht so lang. Mhm. Meistens so 1 Stunde, höchstens 2. Mhm. Außer wie ich gesagt habe, diese Trips nach Kanada oder dann nach LA, nach Kalifornien, sind die natürlich dann länger. Meistens ist es so, dass wir Training haben und fliegen danach. Mhm. Deswegen schlafen die meisten dann vielleicht 1 Stunde, 2 Stunden. Und ja, dann unterhält man sich einfach oder man isst, man spielt dann Nintendo Switch. Ja. Haben einige Jungs, wo wir gegeneinander spielen und ja, so verbringt man die Zeit schon. Gibt es eigentlich Doppelzimmer in der NHL oder hat da jeder sein Einzelzimmer? Also wenn man aus diesem Vertrag raus ist, wo ich jetzt noch habe, dieser Entry-Level-Deal, dann hat jeder ein Einzelzimmer. Ach so, das ist so, das ist quasi nach dem Vertrag eingeteilt, oder genau. Wie? Ach so, und wenn du keinen normalen NHL-Vertrag hast, nur Doppelzimmer? Ja, da es gibt ja diesen Entry-Level-Deal, also wo ich jetzt unterschrieben habe, der dieses Jahr noch geht. Richtig. Da musst du dir ein Zimmer teilen. Mhm. Aber ansonsten, wenn du danach wieder unterschreibst, egal ob du jetzt 900.000 verdienst oder keine Ahnung, 10 Millionen, kriegst du ein Einzelzimmer. Und wer ist dann jetzt aktuell, dein Room-Buddy? Also eigentlich habe ich zurzeit Glück, weil wir genau 3 Stück sind, ach so, die also, den Entry-Level-Deal haben. Und dadurch, dann sagen die immer, der, wo die meisten Spiele hat in der NHL, der kriegt ein Einzelzimmer. Okay. Und von den anderen beiden, wo den Entry-Level-Deal haben, das ist von beiden das erste NHL-Jahr, deswegen habe ich die mehr Spiele als die. Und hast du jetzt schon Einzelzimmer? Das finde ich sehr schön. Aber wobei in der DEL, um vielleicht auch die DEL-Fans zu Hause abzuholen, meines Wissens immer noch ein Doppelzimmer in der DEL, oder war das in München anders? Hattet ihr da Einzelzimmer?
Nee, wir hatten ein Doppelzimmer. Auch, gell? Kann man, glaube ich, schon so allgemein sagen, dass in der DEL nur Doppelzimmer gibt für die Spieler, oder? Weißt du da irgendwas anderes? Also bei uns war es immer ein Doppelzimmer. Ja, also bei mir damals auch. Also von dem her, glaube ich, ist es in der, nur in der NHL so. Nächste Frage. Louis Popp, vielleicht können wir das kurz und knackig beantworten. Was für ein Modell spielst du, schlägertechnisch? CCM. Gibt es da Modellnamen auch? Jet Speed ist das. Sehr gut. Das ist interessant. Marcel Brinkmann, was wäre deine Dream Starting Six? Gehen wir jetzt von der Zeit aus. Also ich würde sagen, Marcel meint ja weltweit. Weltweit deine Traum Starting Six aus aktuellen Spielern. Genau, aktuelle Spieler. Okay. Ich bin ja gespannt, wen du im Tor nimmst. Ja, dich nicht. Okay. Warum mich eigentlich? Warum redest du so negativ? Ich dachte, das war so ein Unterton dabei bei dir. Das war so eine Andeutung von dir. Okay. Also ich bin's nicht. Okay, gut. Da trinke ich jetzt meinen Schluck drauf. Dankeschön. Also ich würde als Torwart den Vasilevskiy nehmen von Tampa. Ist für mich zurzeit der Beste in der NHL. Verteidigung. Okay, im Tor Vasilevskiy, in der Verteidigung Dominik Kahun wählt. Das ist so schwer. Ja, ich weiß, es ist schwer, deswegen sind wir ja hier. Also Sturm. Ich würde einen Chara nehmen. Marcel, meine Starting Six, um hier mal kurz reinzugerätschen. Marc-André Fleury. Mhm. Okay. Mein Backup ist Grubi. Okay. Nehme ich auch Grubi. Du nimmst auch Grubi, oder? Okay. Ich fange in der Verteidigung an mit Chara. Und PK Subban. Okay, dann nehme ich Hedman, auch von Tampa. Ja. Und, wen nehme ich noch? Also ich mache mit dem Center weiter, nehme ich einen Crosby. Okay. Oh ja, hast du einen Center? Du hast schon beide Verteidiger. Du musst nur einen Verteidiger sagen. Boah. Ja, ich werde es einfach klassisch machen. Ich werde einen Ovechkin nehmen. Ja. Oh ja, jetzt kannst du wieder einnehmen. Bin ich jetzt mit dem Sturm dran? Ich nehme im Sturm Leon Dreisaitl, Dominik Kahun. Ich glaube, dass ihr zwei mega zusammenspielen könntet in der NHL. Weißt du, auch so ein bisschen der Vorlagengeber, du weißt seine Wege, du kennst euch aus dem FF, also könnt ihr mir gut vorstellen, ihr zwei. Und an eure Seite stelle ich noch, wen stelle ich da noch hin? Da brauchen wir noch einen richtigen Knaller. Ja, weißt du, wie ich meine Reihe jetzt mache? Nathan McKinnon. Also Leon, Nathan McKinnon und du, boom. Und bitte. Wenn du jetzt so Leon und mich angesprochen hast, dann würde ich mich auch dazu machen. Ja, dann mach doch das. Du darfst. Das heißt ja, deine Traumstarting. Aber ich würde wie so eine Powerplay reinmachen, weißt du, dass ein Verteidiger, dass ein Stürmer auch oben spielt. Also nur ein Verteidiger. Genau. Okay. Dann würde ich Ovechkin natürlich zum Schuss nehmen und auf der anderen Seite einen Hedman. Und dann würde ich einen Crosby, Leon und mich machen. Crosby, Leon und dich? Ja. Ja, das ist okay. Dann muss aber der Crosby halt vor das Tor. Der Crosby muss vor das Tor. Der darf bei dir nicht an der Bande rumspielen, sondern er muss... Nee, ich würd mich schon opfern. Die sollen das Spiel machen. Ich krieg dann die Abpralle ins Leere. So, nehme ich auch. Aber ist auf jeden Fall coole Starting Six. Ich nicht dabei. Aber gut. Heiko Milz. Jannik Seidenberg bestreitet am Dienstag sein 1000. DEL-Spiel. Grandios, oder? Ja, das ist echt... eine großartige Leistung vom Seitz. Ich durfte ja 4 Jahre mit ihm spielen und ja, er ist ein super Mitspieler gewesen. Es hat, ich glaube, jeder, wo ihn kennt, man hat viel Spaß mit ihm. Und ja, es wird natürlich eine super Sache. Ich glaube sogar, dass sein 1000. Spiel in Mannheim ist, wenn ich mich nicht täusche. Und es ist natürlich, er hat auch, glaube ich, 4 Jahre da verbracht und ja, ist was Spezielles für ihn. Schauen wir mal noch. Eine Frage, Andreas Purzer, wann kommst du wieder heim ans Oberwiesenfeld? Ja, kann ich jetzt leider noch nicht genau beantworten,
Aber ja, wir werden sehen, wann es passiert. Sehr gut. Jetzt stell, warte mal, können wir uns da so hinstellen? Ja, es geht. Warte mal, ach, hoch. Okay. So, okay. Also, die Kühlbox haben wir ja dabei. Kühlbox hier. Einmal Unterschrift von Leon Dreiseitel, einmal die Unterschrift von Philipp Grubauer. Bitte mal festhalten. Ich habe natürlich eine Edding mit dabei. Und nein, okay. Das muss ich auflösen an alle Eishockey-Fans zu Hause. Ich habe mir diesen Edding nur geborgen vom Dominik, weil ich habe meinen auf dem Weg zwischen Denver und Pittsburgh ist er verloren. Oh, du kannst ihn gerne mitnehmen. Darf ich ihn behalten? Ja. Sehr gut, danke schön. So, einmal bitte eine Unterschrift. Pass auf. Wohin? Ja, nicht auf mich. Hier auf die Kühlbox bitte. Irgendwo, wo du möchtest, wo du möchtest. Hier. Warte mal, das müssen wir aber hier drauf haben. Eine Sekunde. Warte, so Dominik Cahoon und bitte. Kann es losgehen? Das kann los, ich bin live dabei. Wow, sehr schön. Also, gefällt es dir? Du hast eine sehr schöne, sehr schwungvolle Unterschrift. Dominik Cahoon, 24. Wie lange hast du gebraucht für die Unterschrift? Hast du geübt? Ich meine, früher habe ich keine Autogramme unterschrieben, erst nee. Wo ich in München gespielt habe. Und, ja. Dann war es so. Dann habe ich es irgendwie so, hingeschmiert. Hingeschmiert, ja. Schön, aber schönes Geschmiere auf jeden Fall. Leon Dreiseitel und Philipp Grubauer. So, Toni ist ja auch noch da, gell? Magst du noch irgendwas fragen? Nein, danke. Dein Mann darf gerne. Was gibt's heute zum Essen? Was gibt's heute zum Essen? Was soll ich kochen? Genau, das musst du beantworten. Jetzt ist still, schau, jetzt wird nichts mehr gesagt. Ach so, ich dachte, du wolltest erst die Kamera auf mich machen. Ja. Also es wird bestimmt einen Salat geben. Weil du den machst wahrscheinlich, den Salat, oder? Den werde ich zubereiten. Ja. Und ja, wir werden schauen, was die Toni dann kocht. Oder kochst du heute? Ich bin, ja. Ich bin der Social Media Manager. Ja, der kann Social Media Manager kann auch kochen. Wirklich? Ja, aber ich kann auch kochen. Wie ihr wollt. Wir können ja, wir fahren jetzt sowieso einkaufen, weil der Kühlschrank ist noch nicht so voll. Aber du hast natürlich nicht die zwei Regale gezeigt, wo es voll aussieht. Ach Gott, jetzt aber. Jetzt bin ich ja gespannt. Okay. Jetzt wollte ich nur nicht, dass man denkt, dass man nichts zu essen hat hier. Was ist das, der Ries? Also muss die Toni fragen, was das alles ist. Ich weiß es auch nicht. Ja, ich schaue da gern rein, wenn ich darf. Oha. Okay. Here we go. Da sind wir. Ist ja gar nicht aufgeräumt. Na, ist ja nicht schlimm. Tee. Ja, natürlich viele gesunde Sachen hier. Kokosflocken, Kokosmehl. Ist das dein Bereich, Toni? Oder ist nein, das, die Chips sind alle von Dominik. Bist du ein Chipsesser? Ich bin aber nicht so oft, nee. Na. Ja, aber wenn, dann ist er die. Haben wir da? Gute Kettelchips. Kannst du mal probieren, die sind echt lecker. Ja? Ja. Ich weiß nicht. Okay. Kannst du mal halten. So, warte. Warte, wieder umdrehen hier. So. Backyard Barbecue. Aber ich weiß nicht, die sind schon länger auf. Vielleicht sind die nicht mehr so knusprig. Na, sind aber schon gut. Das ist genau mein Ding. Sehr gut. Wir haben noch eine Packung. Ja? Ja, kannst gerne aufessen. Sehr gut. Ja, schmeckt. Boah, das ist echt gut. Viele Tees für den Dominik. Genau, ich bin ein sehr großer Tee-Fan, muss ich sagen. Hier unten, warte, müssen wir da umdrehen. Oh, hier sind die. Also die Tees? Ja, gesund. Das ist gut. Ja. Stress. Bist du Teetrinker? Hä? Bist du Teetrinker? Ich bin Teetrinker, wie man sieht, ja. Sehr gut. Ja, viel gegen sein. Gegen den Stress. Der Stress-Support. Stress. Eigentlich ist es Tonis. Was haben wir da unten? Toni, bitte aufmachen. Kühlbox Live will alles wissen. Oh. Süßkartoffeln. Stark. Mehl, Zucker, Brot, Cornflakes, Kartoffeln, Zwiebeln. Sehr schön. Das habe wieder aufgeräumt. Na, es schaut auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Wirklich. Sehr gut. Die, ach, und die Bananen. Ich mag ja so gern Bananen. Magst du eine haben? Na, jetzt gerade nicht, aber ich vielleicht später. Die Bananen sind auch sehr gesund. Müsst ihr übrigens wissen, gell? Dominik, suchst du noch was? Ja. Nein. Die Chips haben ein bisschen hungrig gemacht. Okay. Ja. Du darfst jetzt einfach mal hier halten. Aha. Du kriegst jetzt noch von mir eine kleine Überraschung. Sind noch ein paar Fragen, soll ich mal nachschauen? Mhm. Warte, ich habe jetzt mal mitgebracht, zum einen, hier. Nein. Du hast mir erzählt, dass ihr so gern ins Hofbräuhaus geht, beziehungsweise ab und zu. Sidney Crosby ist da auch dabei, deswegen kriegst du von mir ein, mit deinen Initialen drauf. Achso, nein, das ist Sidney Crosby, warte mal, halte mal. Also, das gibt's bitte an Herrn Crosby.
und sagst, hier mit Initialien Sidney Crosby. Okay. Bitte ihm schenken und einmal für dich Dominic Cahoon. Damit ihr ja, im Hofbräuhaus auf jeden Fall sehr, sehr gut ausgestattet also, seid. Das gell? Finde ich sehr schön. Vor allem der Sid wird sich darüber sehr freuen. Wie wir vorhin darüber gesprochen haben, er ist ein Deutschland-Fan und ja, das wird ihn sehr freuen. Sehr gut. Ich habe auch was für euch. Und genau, das wollte ich noch sagen. Die ja, Kühlbox Mitbringsel, was bekomme ich denn von dir geschenkt? Ich sehe ja immer, dass du gern Käppis trägst. Ja. Mit so einem geraden... Richtig, Snap. Snapback. Ja. Also einmal. Dankeschön. Eine Penguins Cap. Danke. Und dann haben wir noch dieses T-Shirt gewonnen. Sehr cool. Dann muss aber hier mal bitte dein Servus drauf. Auf ja, beiden Sachen. Wir haben jetzt Medium geholt. Ist okay. Sehr gut. Einfach irgendwo, wo du möchtest, weil das hier? Wird für einen guten Zweck versteigert. Okay, sehr gut. Klasse. Ja. Und einmal hier bitte auch Innenseite vom Cap. Mhm. Auch dein Servus reinschreiben. Klasse. So. Dann, und ein Hoodie kriegst du auch geschenkt, hier, ah, sehr gut. Kühlbox-Hoodie, dann schaust du noch besser aus, wie du eh schon tust, ist ja super. Kannst zum Kochen anziehen, ist auch egal. So, das war's also, Kühlbox Live mit Dominic Cahoon von den Pittsburgh Penguins, danke fürs Vorbeischauen. Die nächste Kühlbox Live findet in New York statt, bei Dennis Seidenberg und Tom Kühnhackl. Und was willst du die Fans da draußen noch mitteilen? Einfach vielen Dank fürs Zuschauen und ich wünsche euch eine sehr schöne Nacht. Ja, eine gute Nacht nach Deutschland und wir sagen jetzt Ciao von Au natürlich. Geht 3, 2, 1. Hashtag. Ohne Hashtag, nochmal. Achso, nee, wo steht? Ich dachte, das ist alles Hashtag. Nein, beim Sagen immer ohne Hashtag. Okay, 3, 2, 1. Ciao von Au.